Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem November-Special. Wenn auch etwas verspätet, aber hier ist es. Und naja, woran denkt ihr, wenn ihr November hört? An den Herbstanfang, Halloween ist gerade rum, an Kürbisse, fallendes Laub, es wird kalt. Oder vielleicht auch an richtig viele geile Spiele, die erscheinen. Weil so ist es nämlich im November diesen Jahres. Da erscheinen einfach so viele richtig gute, namhafte Titel. Und ich habe mir von denen einfach mal die besten rausgesucht. Habe noch ein paar Freunde dazu befragt, was die davon halten. Werde euch jetzt die Trailer von sämtlichen zeigen, kommentieren. Werde euch erklären, worum es geht, wenn ihr es nicht kennt. Persönliche Meinungen dazu sagen. Nicht nur von mir, sondern auch von anderen. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Auch wenn anderthalb Spiele, die ich nennen werde, schon draußen sind, wenn das Video erscheint. Aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Schaut es euch einfach an. Ich habe mir zum Beispiel noch Hilfe vom Fennec geholt, wenn ihr nicht kennt. Da unten ist sein Kanal. Der macht richtig gute, unkommentierte Gameplays. Die sind wirklich sehenswert. Und ich wünsche euch einfach viel Spaß. At 6:22, attacks were triggered across Europe. Targets were key military and intelligence organizations. The symbols you have always looked to for strength are smoldering in ruin. This is what your greed has brought you. Call of Duty Modern Warfare 3, ich weiß nicht genau, was ich sagen soll. Das Spiel ist ja leider jetzt schon draußen. Ich wollte es eigentlich früher machen, das Video hier. Aber da kann man vielleicht einen besseren Rückblick geben. Ich bin ja ein riesen Fan der Call of Duty Modern Warfare Reihe. Finde den Singleplayer, da lässt sich ja drüber streiten, ziemlich gut erzählt. Ich finde die Story einfach richtig episch, finde die richtig geil erzählt. Und der Multiplayer, ja, der unterscheidet sich jetzt nicht so stark von Modern Warfare 2, aber man muss sagen, ein paar Sachen haben sich schon geändert zum Positiven. Wenn man Modern Warfare 2 noch nicht besitzt, lohnt es sich auf jeden Fall, sich das zu kaufen. Meiner Meinung nach, wenn man Modern Warfare 2 schon besitzt, sollte man drüber nachdenken. Aber es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Es gefällt mir super. Die Story geht genau da weiter, wo Modern Warfare 2 aufgehört hat. Und ja, muss man sich, glaube ich, selber eine Meinung drüber bilden, wenn man jetzt nicht schon der Call of Duty vs. Battlefield-Schiene zu irgendeiner Seite angehört. Modern Warfare 3, tja. Ich freue mich schon drauf, wieder mal richtig in einem Shooter zu leveln. Call of Duty Modern Warfare 3. Ja, zunächst mal zur Story. Also, es ist Krieg in den USA diesmal. Wir müssen in verschiedenen Einzelplayer-Missionen, natürlich in verschiedenen Rollen, altbekannter Charaktere, aber auch neuer, extra für das Spiel erfundener Charaktere, versuchen natürlich wieder den Frieden herzustellen. Allerdings ist dieses Ziel leider schon sehr schnell erreicht. Bei einer Spielzeit von 6 Stunden ist der Singleplayer doch eher mager ausgefallen. Zudem gibt es ein hohes Frustlimit, das heißt, wir werden oft, sehr oft sterben. Natürlich kann man das Ganze etwas kompensieren durch die 4 verstellbaren Schwierigkeitsgrade. Allerdings ist es doch manchmal recht nervig. Das Spiel punktet aber im Gegensatz natürlich gleich wieder mit recht gut gewählten Checkpoints, das heißt, wenn ich jede Mission gleich wieder von Anfang an machen müssen, wenn wir halt irgendwann mal scheitern. Der Spielmechanismus ist natürlich wieder wie in den Vorgängern, das heißt, Fans der altbekannten Reihe werden natürlich auf nicht besonders viel Neues stoßen. Allerdings, Fans der alten Reihe wird es besonders ärgern, die deutsche Vertonung des Spiels ist recht schlecht ausgefallen. Also all jene, die es getestet haben, haben gesagt, ja, es wird eher für Lacher als für irgendwas anderes sorgen. Deshalb rate ich euch auf jeden Fall, kauft euch die englische Version. Die deutsche Version hinkt total hinterher. Sämtliche Sprecher sind recht schlecht gewählt und auch deren Betonungen. Teilweise ist es einfach überkandidelt, was die da einfach so von sich geben generell, und es macht das ganze Spielvergnügen einfach kaputt. In der englischen Version ist das Ganze allerdings viel besser. Gut gewählte Sprecher, Sound natürlich super wie immer. Ja. Von der Grafik her natürlich wieder perfekt. Hohe Partikeleffekte etc. Also grafisch kann das Spiel echt punkten. Allerdings wirklich ist das Spiel eher auf Multiplayer ausgelegt. Man kann leveln und dadurch neue Sachen freischalten. Und letztendlich lässt sich einfach sagen, für Fans des Vorgängers ist das Spiel auf jeden Fall ein Muss. Allerdings kann man sich bei dem Spiel wirklich nicht auf die Singleplayer-Kampagne versteifen, weil letztendlich lebt dieses Spiel wirklich nur vom Multiplayer. Also wenn ihr euch es kauft, macht euch drauf gefasst, ihr müsst Multiplayer spielen. Singleplayer lohnt sich eigentlich nicht. Modern Warfare 3, ein lang ersehntes Spiel. Wenn es dein PC schafft, viel Spaß. PEGI 18. Du hättest handeln sollen.
Sie sind bereits hier. Die Elder Scrolls erzählten von ihrer Rückkehr. Ihre Niederlage war nur ein Aufschub. Bis zu der Zeit, nachdem Oblivion sich öffnete. Skyrim. Ist wahrscheinlich mit Release dieses Videos gerade eben rausgekommen und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was ich davon halten soll. Ich bin da total zwiegespalten. Zum einen, ich bin ziemlicher The Elder Scrolls Fan. Also ich habe Daggerfall und Arena habe ich nicht gespielt, aber Morrowind und Oblivion auf jeden Fall. Und ich wette, Leute von euch, die das gespielt haben, kennen das Gefühl, es ewig gespielt zu haben, aber nie die Hauptstory zu Ende gekriegt zu haben. Und genauso ging es mir, ich habe das wirklich ewig gezockt und die ganzen Nebenmissionen gemacht und Skyrim soll ja gerade damit punkten, dass es quasi unendlich viele Nebenmissionen hat, die man immer und immer weiter machen kann. Und mit unendlich viele meine ich wirklich unendlich viele, die generieren sich ja quasi neu, wenn man quasi alle durch hat. Aber zum anderen wollten sie ja mehr auf die Action-Schiene umsteigen und da weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Oblivion und Morrowind waren so tiefgründige, ziemlich tiefgründige RPGs und jetzt nicht so tiefgründig wie Neverwinter Nights oder sowas, aber relativ tiefgründig und mit einem Teil-Action und Skyrim soll wirklich Action gepolt sein. Ich weiß nicht, ob Bethesda das hinkriegt. Die haben mit Fallout ja schon ganz gut geschafft, ein bisschen mehr Action in die Sachen zu bringen, aber ich hoffe ehrlich gesagt aufs Beste. Ich werde mir aber erstmal ein paar Let's Plays oder Gameplays dazu angucken, bevor ich mich irgendwie entscheide, ob diese Spiele in meinem Regal landen sollte. Mein Drache. Das sieht echt aus. Ich mag Toastbrot. Skyrim. Also, meiner Meinung nach punktet Skyrim vor allem durch seine gigantische Spielwelt, die damit verbundene richtig gute Grafik und das sehr gut ausbalancierte Talentsystem. Allerdings muss ich sagen, dass das neue Spielsystem im Vergleich zu den Vorgängern ja, vielleicht ein bisschen ungewohnt ist. Also es ist jetzt so, beide Hände lassen sich jetzt unabhängig voneinander belegen. Das heißt, wir tun jetzt zum Beispiel in die linke Hand ein Schild und in die rechte ein Schwert. Die können wir jetzt unabhängig voneinander benutzen. Das heißt, wir können mit dem Schwert und mit dem Schild zuschlagen, zum Beispiel. Allerdings, im Vorgänger war es ja so, obwohl wir jetzt Schwert und Schild hatten, konnten wir jetzt zum Beispiel auch mitten im Kampf immer noch Zauber wirken. Das ist jetzt nicht mehr so. Das heißt, wir müssen uns jetzt entscheiden, ob wir Schwert und Schild nehmen oder eben eine Waffe und einen Zauber. Das heißt, Schwert, Schild und Zauber, also alle drei Sachen zusammen, lassen sich nicht mehr verwenden. Allerdings muss ich dazu sagen, ich denke, dass durch recht gut gemachte Tutorials, nehme ich jetzt einfach mal an, das recht gut erläutert wird und dass die sich ja auch schon was dabei gedacht haben, dass sie das so gemacht haben. Also ich muss sagen, für jeden Fan der Vorgängerspiele ist es auf jeden Fall ein Muss und ich kann jetzt an dem Spiel an sich auch nichts kritisieren, also ich selbst werde es mir wahrscheinlich auf jeden Fall holen und ich empfehle es auch jedem weiter. Skyrim. Ingame-Grafik besser als die Artworks. Jetzt muss nur noch die Story stimmen. Veränderungen unterworfen. Ein Zeitalter von multinationalen Konzernen, fortschrittlichen Technologien, die neue Lebensräume und Industrien schaffen. Deine Entscheidungen verändern alles. Ich bin ehrlich, ich war nie ein großer Fan der Anno-Reihe, das hat mich nie sonderlich begeistert, diese Endlos-Spiele und das Spielprinzip an sich, das war nie meine Welt. Und ich habe mich in Anno 2070 jetzt auch nicht so reingehängt, habe ein paar Trailer geguckt, ein paar Sachen durchgelesen, klar, aber viel kann ich dazu wirklich nicht sagen. Das Einzige, was ich eigentlich ziemlich gut gelungen finde, ist die Wahl der beiden Fraktionen, weil das ja schon so eine Sache widerspiegelt, die momentan ja schon im Gange ist. Also die beiden Fraktionen, die Tycoons, die Umwelt verschmutzen und einfach nur aufs Geld aus sind und die Echos, die auf erneuerbare Energien aus sind und so, das finde ich ziemlich gut gewählt, aber ansonsten kann ich ehrlich gesagt nicht viel zu sagen und ich werde mir das Spiel auch nicht holen, weil mich Anno einfach nicht interessiert, aber für die Leute, die Fans der Anno-Reihe sind, wird es wahrscheinlich endlich mal was Neues sein. Anno 2070, so, mal sehen. Häuser, Hochhäuser, noch höhere Häuser. Komisch. Warum kann ich keine Pioniersiedlung machen? Also Anno 2070 spielt natürlich, wie der Name schon vermuten lässt, in der Zukunft.
Allerdings bleibt das Spielprinzip im Gegensatz zu den Vorgängern erhalten. Das heißt, Waren werden zum Beispiel wie gewohnt eingeschifft, was natürlich eigentlich recht unlogisch ist, weil wer glaubt schon daran, dass sämtliche Waren in 60 Jahren immer noch mit dem Schiff transportiert werden. Das heißt, Flugzeuge oder viele fliegende Gefährte wird man dort nicht sehen, außer vielleicht ein paar Schwebeautos, aber das spiegelt ja auch nicht unbedingt die Realität wider. Also mit anderen Worten, Anno ist natürlich wie üblich eines der besten Aufbauspiele generell. Allerdings sei gesagt, dass das eigentlich nichts Neues ist. Es ist einfach nur quasi das alte Anno in neuem Gewand. Neue, recht schöne Grafik. Allerdings dürfte man hierbei nicht mit viel Neuem rechnen. Anno 2070 ist eben Anno. Wenn ich an Need for Speed denke, was genau kommt mir da zuerst in den Sinn? Natürlich aufgemotzte Autos bis zum Gehtnichtmehr, immer wieder richtig geiler Soundtrack, fette Verfolgungsjagden, Straßenrennen, über Blitzer fahren, natürlich mein Lieblingszitat, der Verdächtige flieht in nördliche Richtung. Und das verbinde ich mit Need for Speed, aber wenn ich an den neuen Teil denke, muss ich irgendwie sofort an Tony Hawk's Pro Skater Underground denken. Weil, man kann aus dem Auto aussteigen? Warum? Ich meine, selbst wenn der Typ ein Free-Running-Experte ist, den hätte EA doch an Ubisoft abschieben können für den nächsten Assassin's Creed-Teil und nicht in Need for Speed einbauen, wo er dann aus seinem Auto aussteigt und durch die Straßen rennt, um der Polizei zu entkommen. Das hat meiner Meinung nach in dem Spiel nichts zu suchen. Ansonsten soll es ja wieder mal ein Teil sein, in dem es um Straßenrennen geht und nicht um legale Rennen, was mir persönlich ganz entgegenkommt. Aber da Need for Speed eigentlich nur auf der Konsole wirklich Spaß macht und ich keine Next-Gen-Konsole besitze, werde ich das wahrscheinlich nicht spielen. Als Need for Speed Run muss ich zunächst einmal sagen, dass ich selbst sehr großer Fan der vorhergehenden NFS-Teile bin. Weshalb ich dem neuen Teil ja jetzt recht skeptisch gegenüberstehe. Denn im Ernst, man ist ungefähr zu 10% des Spiels zu Fuß unterwegs. Und das auch nur durch Quicktime-Events. Und Fans der altbekannten Spiele werden natürlich jetzt sagen, ist doch Quatsch, es ist ein Rennspiel. Ja, finde ich nämlich auch. Aber gut, kommen wir jetzt einfach mal zu den Rennen. Also, bei Need for Speed war natürlich schon immer das Problem, ja, die schlechte Grafik bei Zivilfahrzeugen. Das heißt, wenn man ausnahmsweise mal langsam gefahren ist, hat man gesehen, dass Zivilfahrzeuge teilweise einfach total unausgearbeitet waren, überhaupt keine Details zu erkennen waren. Teilweise waren nicht mal die Räder richtig rund, also da hat man sich eigentlich überhaupt keine Mühe gegeben, weil man einfach darauf setzt, dass der Spieler die ganze Zeit mit 200 Sachen durch die Stadt fährt. Aber ja, gut. Die eigenen Fahrzeuge, also die, die man selbst steuern kann, auch die Fahrzeuge der Konkurrenten, sind recht gut ausgearbeitet, also die sind schon schön zum Anschauen. Und auch die Effekte, also zum Beispiel durch Sandstürme in der Wüste etc., sind durch die Frostbite Engine, wie in Battlefield 3, recht schön gestaltet. Also es sieht richtig klasse aus und ist auch sehr detailtreu. Also ich muss dazu sagen, ich bin, wie gesagt, sehr skeptisch, aber ich lasse mich natürlich gerne vom Gegenteil überzeugen. Und jeder, der natürlich Fan der vorhergehenden Spiele ist, wird sich das wahrscheinlich holen. Einfach nur quasi zur Vervollständigung der Reihe. Aber ich muss dazu sagen, Leute, seid vorsichtig. Ich meine, wer will schon in einem Rennspiel 10%, also schon einige Stunden, zu Fuß durch eine Stadt laufen, das auch nur durch Quicktime-Events. Das heißt, der eigene Charakter ist KI-gesteuert. Naja, überlegt euch, ob es euch das Geld wert ist und ja. Rennspiele sind cool. Noch cooler ist es, wenn sie realistisch sind. Wir werden sehen, was uns das neue Need for Speed bieten wird. Minecraft, werden jetzt wahrscheinlich einige fragen. Und die Frage ist durchaus berechtigt, denn bei dem Riesenansturm auf Minecraft vergisst man relativ schnell, dass Minecraft immer noch in der Beta-Phase ist eigentlich und jetzt endlich als Vollversion rauskommt. Allerdings war Minecraft bisher ja eigentlich wirklich schon eine Vollversion, also sehr viel wird sich nicht ändern. Das wird einfach nur ein neuer Patch und das Spiel kostet jetzt 20 statt 15 Euro. Und alles andere sollte eigentlich klar sein. Ich werde mich da jetzt komplett raushalten und überlasse einfach mal dem Fennec das Wort.
Über Minecraft lässt sich natürlich bekanntlich immer streiten. Also sprich, manche sagen natürlich, ja, Minecraft bietet eine gigantische Freiheit, sprich, ich kann da machen, was ich will und alles Mögliche bauen etc. Andere sagen natürlich wieder, boah, ist die Grafik schlecht, wieso soll ich mir sowas holen? Also ich persönlich bin natürlich eher ein Gamer, der eigentlich nur grafisch hoch anspruchsvolle Spiele spielt. Und das wäre jetzt also nichts für mich, ich habe auch Minecraft noch nie wirklich gezockt. Ich habe es mir ein paar Mal angeguckt, aber ich muss sagen, ich bin davon nicht wirklich überzeugt. Aber natürlich hat Minecraft einen riesigen Fankreis. Also sprich, es gibt natürlich schon unglaublich viele Fans von Minecraft, die sich das auch jetzt zum Ziel gesetzt haben, da gigantische Städte etc. zu bauen. Für die ist natürlich toll, für die ist auch ein Muss, natürlich sich die Vollversion jetzt von Minecraft zu holen. Aber, also wie gesagt, Leute, die auf grafisch anspruchsvolle Spiele setzen, dürfen hier nicht besonders auf ihre Kosten kommen. Aber allen anderen kann ich mir durchaus vorstellen, dass sich das lohnt, das zu holen und da ein paar Stunden drauf zu verwenden, weil zwischendrin das einfach mal zu zocken ist vielleicht ganz nett, aber so den ganzen Tag oder so kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Also Leute, überlegt euch, ob ihr es euch holen wollt oder nicht, aber es bleibt natürlich letztendlich, wie gesagt, jedem selbst überlassen, ob man sich eben mit dieser Materie auseinandersetzen will, mit diesem die ganze Zeit bauen etc. und halt der recht schlechten Grafik. Und na, wie gesagt, für Fans der Beta-Version ist es natürlich ein Muss, aber für alle anderen würde ich eher erstmal raten, das vielleicht mal irgendwo anders zu zocken oder euch mal ein paar Gameplays reinzuziehen und ja, euch es vielleicht dann danach zu holen oder eben nicht. Nun gut, ich bin mit der Serious Sam-Reihe jetzt nicht so vertraut. Ich habe das früher nie gespielt und ich finde aber das Konzept ziemlich cool. Es hat mir bloß, ich weiß nicht, es hat sich nie ergeben, dass ich es nie gespielt habe. Vielleicht werde ich einen der alten Teile demnächst mal anprobieren und ich denke mal, der neue lohnt sich auf jeden Fall, weil es einfach was anderes ist als die normalen Standard-Shooter. Es ist einfach, naja, es fällt ein bisschen aus der Norm und darum, ja, werden sich die Fans der Serie wahrscheinlich ziemlich darauf freuen, dass endlich ein neuer Teil von Serious Sam rauskommt und jetzt endlich in richtig, richtig guter Grafik. Serious Sam? Ich hab mal einen Kumpel gesehen, wie er es zockt. Also Serious Sam ist natürlich im Shooter-Genre schon recht lange vertreten und der neue Teil basiert natürlich jetzt auf den Vorgängern und bietet eigentlich spielmechanisch betrachtet eigentlich recht wenig Neues. Ich muss dazu aber sagen, allein die Spielmethodik, also sprich dieses Shooten, dieses Rumballern und die recht freien Welten und die unterschiedliche Anzahl von Gegnertypen etc. machen natürlich richtig viel Spaß und verleihen dem Spiel einen besonderen Reiz. Und es ist halt mal was anderes im Shooter-Genre. Es ist halt nicht dieses typische Rumlaufen und ich erledige jetzt lauter menschliche Gegner etc. Es gibt hier auch riesige Monster, riesen Skorpione und alles mögliche und eine enorme Waffenauswahl. Und wer halt mal einen anderen Shooter zocken möchte, halt nicht nur das übliche am Fließband produzierte, der ist hiermit auf jeden Fall gut dabei und dem empfehle ich auch auf jeden Fall einen Kauf. Damals, mit 14, habe ich Serious Sam geliebt. Serious Sam 3, du kannst kommen. I hope you're doing your best here, Max. Because I've just had a horrible thought. We could both actually die here tonight. Batman Arkham Asylum war ja kein schlechtes Spiel. Das war vielleicht nicht ganz mein Fall, aber das sagt ja nicht unbedingt was aus. Ich meine, den Titel Game of the Year hat es mit Sicherheit nicht umsonst bekommen. Das Kampfsystem war ganz cool, die Bosskämpfe waren cool, die Geschichte, die erklärt war, war mit Sicherheit cool für jemanden, der auch in der Batman-Story richtig drin hängt. Wahrscheinlich ziemlich cool. Und ich denke, der Nachfolger wird dem Titel alle Ehre machen und mit etwas Glück mit Skyrim um den Platz, um das Game of the Year kämpfen. Vielleicht noch mit einigen anderen, die im November erscheinen werden, mit Battlefield 3 zum Beispiel, die jetzt im Oktober erschienen ist.
Aber hat auf jeden Fall eine richtig gute Chance darauf, diesen Titel zu bekommen, weil es einfach wieder mit stichhaltiger Story erzählt und weil es einfach wahrscheinlich ziemlich, ziemlich gut wird. Ich weiß jetzt nicht, was genau ich darüber noch sagen soll. Ich meine, ich finde es richtig gut, dass man zum Beispiel mit Catwoman auch spielen darf, dass es so endlos viele Bösewichte aus der kompletten Batman-Story gibt. Ich meine, ich bin da jetzt nicht so richtig drin in der Batman-Story. Ich kenne nicht jedes einzelne Detail und jeden einzelnen Schurken, aber zumindest den Riddler und den Joker, den es ja in Arkham Asylum schon gab, den kennt man auf jeden Fall. Aber jetzt gibt es noch Two-Face und wie sie nicht alle heißen, wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus, aber es gibt ja mindestens 10 super Schurken, gegen die man in Arkham City antreten muss, und ich denke, das Spiel wird auf jeden Fall richtig, richtig gut und es wird sich auf jeden Fall lohnen, sich das zu holen. In Batman Arkham City freue ich mich auf gigantische Hochhäuser und riesige Gegnerhorden, die man endlich wieder stylisch zusammenkriegen kann. Also in Batman Arkham City geht es natürlich wieder typischerweise um diese übliche Heldenstory. Klar, Batman flattert im Fledermauskostüm durch die Stadt und erledigt Bösewichte, klar. Dabei trifft man natürlich wieder auf diese altbekannten Schurken wie Two-Face etc. Und ich muss sagen, also die Grafik haut mich jetzt nicht wirklich vom Hocker und das Spiel ist auch eigentlich schon recht günstig zu haben. Und dabei muss ich sagen, ich würde es eigentlich nur den Leuten empfehlen, die wirklich Batman-Fans sind. Also Leute, die sich da mit der Materie jetzt nicht so auseinandergesetzt haben in der Vergangenheit und es auch nicht vorhaben, denen rate ich eigentlich von einem Kauf eher ab. Und es ist auch eigentlich nichts Neues. Letztendlich ist es halt wirklich, wie gesagt, diese typische Superhelden-Schose halt. Also ich bin besser als alle anderen, deswegen muss ich die natürlich beschützen etc. bla bla bla. Und ja, also wie gesagt, wer jetzt es jetzt unbedingt kaufen will, also es kostet ungefähr zwischen 30 und 40 Euro neu jetzt. Und ihr könnt es euch natürlich holen und mal gucken, ob es gut ist. Oder am besten, ihr guckt euch vielleicht bei YouTube oder so ein paar Gameplays an. Aber wie gesagt, also es bietet rein gar nichts Neues und ist halt nur wirklich für Leute gedacht eigentlich, die sich mit der Batman-Story, mit der Batman-Materie, alles was da so drumrum ist, Gotham City etc., schon mal in jüngster Vergangenheit auseinandergesetzt haben oder das halt vorhaben in nächster Zukunft. Huh, ich bin halb Mensch, halb Fledermaus und deshalb muss ich den Menschen helfen. Assassin's Creed, die wahrscheinlich beste Spielereihe der Neuzeit, der Zeit überhaupt. Die hat einfach alles. Sie spielt gleichzeitig im Mittelalter, Renaissance, in der momentanen Zeit oder Zukunft sogar. Hat die damaligen Waffen mit Schwertern und Kämpfen mit Dolchen und hat dennoch in der Moderne diese Technologien, sie hat Verschwörungstheorien, sie hat geschichtlichen Hintergrund und einfach eine episch erzählte Story. Die Grafik war bei Assassin's Creed Spielen, wenn man von Brotherhood vielleicht mal absieht, was nicht mehr ganz zeitgemäß war, aber ansonsten immer die neueste, beste Grafik gehabt und es war einfach... Ich weiß nicht, die Stories von Assassin's Creed haben einen immer so geflasht und mitgerissen. Und mit Revelations erscheint ja jetzt der nächste Teil der Hauptreihe, bei dem die Engine, die im Zweier schon ausgeweitet war, noch mehr dazu kam, als in Brotherhood noch dazu kam. Es spielt im alten Akkon, da wo Assassin's Creed 1 gespielt hat. Es wird einfach ein totaler Overkill, klingt immer so negativ, aber es wird so ein Kick-Ass-Spiel einfach. Es wird das Hammer-Spiel. Es kommt ja leider für PC-Spieler erst am 1. Dezember raus, aber es musste einfach mit in dieses Video rein, weil dieses Spiel einfach, ich weiß nicht, es gibt glaube ich nicht viele Spiele, auf die ich mich so freue, wie die Spiele der Assassin's Creed-Reihe, wenn die nicht wie manch andere Spielereien, die so häufig Spiele produzieren, wie die Assassin's Creed-Reihe, drastisch abnehmen, aber bisher haben sie das noch nicht getan. Ich denke, mit Revelations werden sie das auch nicht tun. Assassin's Creed 3 wird man dann sehen, aber ich denke einfach, das Spiel wird absolut Hammer und eine absolute Kaufempfehlung für jeden. Wenn man von Assassin's Creed noch nie was gehört hat, dann erstmal die ersten beiden Teile durchspielen und dann das, die ersten drei Teile und dann das und es lohnt sich einfach. Es lohnt sich, egal wie es wird, es lohnt sich. Ich
bin Ezio, ich bin alt und gebrechlich. Denkst du? Ting, ting. Hüpf. Flieg. Ting, ting. Also zu Assassin's Creed Revelations muss ich sagen, das ist auf jeden Fall das Spiel, auf das ich mich am meisten freue, von den Spielen, die jetzt nächste Zeit rauskommen. Also ich habe auch die vorherigen Spiele von Assassin's Creed alle durchgezockt und ich muss sagen, Assassin's Creed hat sich ja merklich gesteigert von Teil zu Teil immer mehr und was natürlich jetzt in Brotherhood natürlich zu einer richtig guten Spielengine, auch zu einer enormen Waffenauswahl geführt hat und wenn es sich jetzt noch steigert, also der neue Teil verspricht ja noch bessere Grafik, eine noch tiefgreifendere Story, noch besseren Spielengine, noch größere Waffenauswahl. Und man kann ja jetzt auch nicht nur als Ezio, sondern jetzt auch als wieder wie im ersten Teil als Altair spielen und auch teilweise einige Sequenzen als Desmond. Und man wird natürlich auch jetzt wieder richtig in die Story reingezogen, genauso wie im Vorgänger natürlich auch. Und Leute, wenn es jetzt wirklich noch besser wird als Brotherhood, ich konnte mir damals, als ich Brotherhood gezockt habe, kaum vorstellen, dass es noch besser wird. Und wenn dem wirklich so sein sollte, empfehle ich jedem auf jeden Fall, sich das zu kaufen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich persönlich hole es mir auf jeden Fall. Natürlich muss ich sagen, wenn man es auf hohen Grafikeffekten spielen will, erfordert es natürlich auch einen recht guten PC. Und ich werde meinen PC wahrscheinlich dafür auch extra aufrüsten lassen, damit ich das ganz hoch spielen kann. Denn es lohnt sich auf jeden Fall und ich empfehle es, wie gesagt, jedem, sich zu kaufen. Assassin's Creed hat bis jetzt immer eine gute Story gehabt. Doch was wollen sie uns nun offenbaren? So, das war mein November-Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe auch, es haben keine Spiele gefehlt. Wenn sollte ich welche vergessen haben, schreibt es in die Comments, damit die Leute, die dieses Video noch sehen, daran vielleicht auch erinnert werden. Aber das waren meine persönlichen Highlights des Novembers. Ich bin am Überlegen, ob ich sowas vielleicht für die nächsten Monate auch machen soll. Aber so ein riesiges Aufgebot an Spielen, an wirklich guten, namhaften Spielen wird es wahrscheinlich in den nächsten Monaten nicht geben. Aber wenn man nur so 2-3 vorstellt, reicht das ja eigentlich auch. Wie gesagt, ich bin am Überlegen, ob ich es weitermachen muss. Ich bedanke mich da noch herzlich bei dem Fennec hier und der wirklich mit seinen Spieleausführungen ziemlich hierzu beigetragen hat, sonst wäre das ziemlich lahm wahrscheinlich geworden. Dann natürlich an den Lutzol und Dede Minovia für die Kommentare dazu, die das Ganze irgendwie, finde ich, ein bisschen aufgelockert haben. Dann natürlich bei allen, auf deren YouTube-Accounts ich mich rumgeschlichen habe, um die Trailer zu klauen. Ich sollte die eigentlich in den Ecken der Trailer alle verlinkt haben, wenn das nicht offizielle Trailer von offiziellen Kanälen waren. Und ansonsten, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet euch ein Bild drüber machen, was für Spiele im November rauskommen und wie gut sie werden. Und ich wünsche euch einfach viel Spaß mit den Spielen. Bis zum nächsten Mal. Euer Pippa.